Hip-Hop ist definitiv eine Kultur und ich denke, gerade auf der Graffiti Box Summer Jam wird es deutlich, weil die einzelnen Elemente finden Platz. Ja? Du hast Breaker hier, du hast Graffiti Artists und Sprayer hier, du hast Beatboxer hier, du hast DJs hier und du hast Rapper hier. Und was auch sehr geil ist, du hast sehr viele Leute hier, die auf jeden Fall dieses Hip-Hop-Gefühl verinnerlicht haben. Ja? Es gibt immer noch sehr viele Crews hier, Leute, die kommen mit 10 oder 15 Leuten hierher und die haben so diese klassische Crew-Aura. Jeder kann was von denen. Ja? Der eine ist halt gut an den Decks, der andere ist gut an der Dose, einer ist gut am Mikrofon. Und auf der Graffiti Box Summer Jam, da hast du wirklich noch Hip-Hop in seiner Essenz. Ja? Und auch wenn Berlin immer als sehr aggressive Stadt abgewertet wird und es auch immer heißt, ja, da gibt's kein Hip-Hop, da gibt's nur Rap und alle kommen von der Straße und jeder will jeden nur battlen und so weiter, ist es Quatsch. Auch in Berlin haben wir eine sehr geile Community und haben viele Leute, die definitiv Hip-Hop verinnerlicht haben und die das auch fühlen. Ich denke schon, dass Hip-Hop als Jugendkultur nicht mehr so stark ist wie früher. Also wenn jetzt heute ein Jugendlicher, sag ich mal, es fängt ja meistens an, wenn die von der Grundschule auf die Oberschule gehen, ja, so mit 12, 13, dann fangen die an, sich langsam einer gewissen Szene oder einer gewissen Musikrichtung anzuschließen. Und noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren, da war das so, okay, die sind in die 7. Klasse gekommen, sofort Baggy Pants an, Cap auf, Hoodie, Rucksack bis runter auf dem Arsch, ja, und dann war man halt Hip-Hop, so, weil es halt die vorherrschende Jugendkultur war. Das ist heute nicht mehr so, es ist aber immer noch ein Teil davon. Es gibt jetzt keine Kultur, die Hip-Hop abgelöst hat. Die Kulturen sind ineinander ein bisschen verschwommen, denke ich. Ja? Also die Rock-Elemente, die Punk-Elemente, einzelne vielleicht auch ein bisschen aus der Elektro-Szene und so weiter und auch viele aus der Indie-Szene, das sieht man schon daran, wie die Kids rumlaufen. Ja? Du siehst auf jeden Fall, okay, an deren Outfit, da ist ein bisschen Hip-Hop mit dabei, da ist ein bisschen Indie mit dabei, der ist ein bisschen rockiger und so weiter. Also es verschwimmt alles so ein bisschen, das spiegelt sich natürlich dann auch musikalisch wieder. Aber das ist gar nicht so schlecht. Wenn es Jam zumachen sollte, wäre es auf jeden Fall scheiße, weil es definitiv ein Anlaufpunkt ist für viele Jugendliche. Es gibt jetzt hier keine Betreuung im Sinne von einem Jugendzentrum oder ähnliches, dass jetzt hier vor Ort Pädagogen sind oder Sozialarbeiter, die sich um die Kids kümmern. Aber es ist ein sehr sozialer Anlaufpunkt. Ja? Also wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, würde ich die guten Gewissens ins Jam laufen lassen und dann könnten die auf jeden Fall hier rumhängen. Das Problem ist generell, glaube ich, dass wir gerade im Ostteil von Berlin wenig Anlaufstellen haben für Kids, die nicht so wirklich wissen, wohin. Ja? Die vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo die sozialen Begebenheiten nicht so optimal sind oder die vielleicht doch einfach in einer schwierigen Phase sind und so weiter. Gerade für die Kids ist Hip-Hop auch immer ein wichtiger Bestandteil gewesen, weil im Vergleich zu anderen Musikrichtungen hast du da so ein Community-Gefühl, ja, was du zum Beispiel bei Rock oder Elektro, glaube ich, nicht unbedingt hast. Da hast du deine Musikrichtung, aber im Hip-Hop hast du immer ein Community-Gefühl, dieses One Love einfach, so dieses, wenn du was kannst oder wenn du irgendwie für eine Sache lebst, so, dann wirst du aufgenommen. Und deswegen sind gerade Sachen wie die Graffiti Box Summer Jam optimal, dass die Kids hierher kommen können. Ich habe viele auch gesehen, die mit ihren Eltern hergekommen sind und das finde ich auf jeden Fall super. Wenn 40- oder 45-jährige Menschen sich hier mitten, mangt die ganzen Jugendlichen und mit 20er stellen und dann zwar ein bisschen skeptisch gucken, aber sich darüber freuen, dass ihre Kiddies auf jeden Fall was gefunden haben, an dem sie sich orientieren können. Graffiti Box Summer Jam 2011, Liquid Walker. Wir haben die Macht und du hast die Macht.